Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zu dieser Vorstellung, zu dieser kleinen Vorstellung zu Earth Spirit, dem neuen Helden, der jetzt mit dem Dota 2 Patch kommt. Kommt auch noch ein anderer Held, den habe ich schon vorgestellt. Das war Ember Spirit. Habe ich irgendwo verlinkt wahrscheinlich. Und jetzt gucken wir uns mal kurz diesen Helden hier an. Vielleicht machen wir noch die Bäume hier gleich mal weg, damit wir hier ein schönes Spielfeld haben. Wir werfen mal einen Blick auf die Fähigkeiten. Wir fangen vorne an. Das ist Q. Und das Lustige an dem Helden ist, dass er eigentlich doppelte Fertigkeiten hat. Ich brauche mal gerade einen Hero. So ist er denn. Andy, wo versteckst du dich? Na, da steht er. Die Q-Attacke ist die hier. Du haust Gegner einfach durch die Gegend. Das Lustige ist aber, man kann sogenannte Stone Remnants stellen. Das sind die da. Und die haben einen ganz besonderen Effekt immer auf die Gegner. Wenn ich jetzt die haue, fliegt die weg und trifft den Gegner und gibt dann Silence auf den, wie ihr seht. Danach geht die Statue, die geht nicht kaputt. Haha, gut zu wissen. Sie fliegt nur durch die Gegend. Jetzt könnte ich sie wieder schlagen. Dann fliegt sie wieder durch die Gegend. Das ist halt das Besondere an ihm. Denn, wie gesagt, wenn ich ihn haue, fliegt er einfach durch die Gegend. Wenn ich die haue und ihn treffe, ist er Silence. Das sind immer so zwei verschiedene Sachen. Das geht auch zum Beispiel mit der Attacke. Eigentlich rollt man halt nur durch die Gegend. Ähnlich wie bei Tusk, das kennt ihr. Der rollt sich dann so einen Eisball ein und fliegt auf den Gegner zu. Hier ist es allerdings so, dass man nicht auf den Helden klicken kann, sondern du klickst halt einfach irgendwo hin und triffst ihn dann vielleicht oder auch nicht. Ist halt gut, um Gegner hinterherzukommen, wenn die gerade abhauen wollen. Steht jetzt allerdings hier eine Statue hier im Weg und wir rollen über die Statue drüber. Werden wir schneller und die Entfernung erhöht sich von dem Ganzen. Ich mach das nochmal. So, Moment. So. Zack. Und ich treffe ihn. Das ist halt sehr, sehr praktisch. Muss man halt üben auf jeden Fall. Wenn man ihn dann trifft, wenn man über eine Statue drüber gerollt ist, wird der Gegner auch noch langsamer und die Attack Speed nimmt ab. Vielleicht gut zu wissen, dass man dann immer versuchen sollte, so eine komische Statue zu treffen. Zack. Tschüss, Andy. Jetzt kauft sich wahrscheinlich wieder drei Divines und haut mich an. Ne, hat sie nur zum Turm geportet. Okay. Numero 3 ist die E-Attacke. Das klappt bei Gegnern nicht. Das klappt nur bei Verbündeten. Deswegen kann ich es hier gerade nicht zeigen. Aber ich kann euch das an Statuen natürlich wieder mal zeigen. Denn, zack. Wenn ich so eine Statue ranziehe, stunt das den Gegner, wenn er getroffen wird. Wenn er im Bereich dazwischen steht. Kann ich das nochmal zeigen. Moment, es lädt gerade auf. Nein, 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 nein! Ha, hab seinen Port unterbrochen. Das ist ganz praktisch. Ansonsten ist es halt da, um Gegner wegzuziehen. Wenn man zum Beispiel in einem schwarzen Loch von Enigma sitzt, kann man ihn damit rausholen. Sehr, sehr praktisch. Und die letzte Attacke ist auch cool. Man kann übrigens 6 von diesen Dingern stellen, deswegen mache ich das gerade mal. So, die Ulti. Die ist ein bisschen tricky, ihr seht auch, der Text ist ein bisschen lang, deswegen da muss ich jetzt auch nochmal ein bisschen gucken, was da passiert. Also erstmal kann ich die setzen so. Und wenn er jetzt die Ulti drauf hat und jetzt bei den Gegnern, bei meinen Statuen langläuft, kriegt er immer Schaden durch diese Blitze. Das funktioniert allerdings nur einmal, aber ich kann ja immer wieder neue stellen. Ich mache mal gerade Refresh, dann füllt sich das alles wieder auf. So, ich stelle nochmal kurz ein paar Statuen. Wie? No Stone Charges. Aber ich will Statuen stellen. Dankeschön. Okay, machen wir es halt nur mit 2. Passt schon. So, jetzt hat er wieder die Dinge abbekommen. Es läuft eine Statue lang und blitzt. Oder... okay, er tötet mich. Halt! Du hast nicht! Du wirst es bereuen. Abtrünniger. ich hasse ihn. Da kommt auch mein hartes Leben an. Auf jeden Fall. So, laufen wir schon mal runter. Kann ich euch auch die neue tolle Funktion zeigen. Die da. Boah, das ist echt tricky. Da ist echt viel Text. Man castet halt die Attacke auf einen drauf. Er kriegt dann Schaden über die Statuen. Das Ganze funktioniert aber auch so. So, wenn der Gegner einen Silence noch drauf hat oder einen Slow von den anderen Attacken, die ich euch gezeigt habe, dann springt dieser Effekt auch noch auf die anderen Gegner über. Das ist dann so ein Kettenblitzding quasi. Das ist sehr praktisch zu wissen. Also vielleicht sollte man dann immer gucken, dass man ihn zuerst so einen Silence draufhaut oder einen Slow draufhaut, damit der
die ganzen AOE-Fertigkeiten noch ausnutzen kann. Wie gesagt, das ist denn einer der neuen Helden. Warte, ich will ihn ranziehen. Ist nicht so einfach, wie ich finde, weil er halt viel Crowd-Control hat und viele Gegner hat. Also viele Figürchen hat, die er steuern muss. Nichts für mich auf jeden Fall, aber sehr gut, wenn man ihn wahrscheinlich beherrscht. Irgendwann, wenn man mal 80 Spiele mit dem gemacht hat. Wie gesagt, ich habe noch das Video zu Ember Spirit gemacht, das habe ich euch irgendwo verlinkt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr Tipps habt und Anregungen, schreibt das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!